meine heutige Destination ist der ehemalige Friedhof der Gemeinde Kattenhorst im ehemaligen Landkreis Landsberg an der Warthe in der Neumark. Sofern mich mein Kartenmaterial nicht enttäuscht, müsste sich der Friedhof gleich hier auf der linken Seite befinden. Und da ist er auch. Ich sehe schon Steine von hier am Rand. Der liegt also gleich am Wege. Ein ruhiger Platz hier, ein wilder Platz, der heute nicht mehr genutzt wird. Und ich freue mich da sehr drauf. Dann werde ich mir einen Parkplatz suchen und dann schauen, was ich an lesbaren Namen und Daten finde und für euch mitbringen kann. So, ich habe mein Auto ein bisschen abseits abgestellt und mein Putzzeug und meine Utensilien noch im Fahrzeug gelassen und werde den Friedhof jetzt erstmal begehen. In der Hoffnung, dort was zu finden. Ich freue mich da wie Bolle drauf. Ist ein herrlich sonniger Tag. Ist nicht allzu heiß. Und vor allem hier ist es himmlisch ruhig. Dann wollen wir mal. Hier rechte Hand ist das Friedhofsareal. Und beim Vorbeifahren habe ich bereits Steine gesehen. Also Reste, die auf einen Friedhof hindeuten. Lokalisiert habe ich diesen Platz anhand von alten Messtischblättern, datiert vor dem Jahr 45. Und offenbar habe ich das Ganze auch richtig eingetragen in meine Friedhofsmap. Eine Google Map ist das und die ist erreichbar über den Kurzlink map.dilibra.com. Na, hier sind schon so Schleichwege rein, so Pfade. Wir sind hier definitiv nicht die Ersten. Das würde mich auch sehr wundern. Da in der Mitte eine schöne Eiche, die so breit gewachsen ist. Gar nicht so in die Höhe. Toller Baum. Wow, ich sehe schon so einige Steine hier. Schön, ich sehe sogar Steine mit lesbaren Daten. Mit leeren Händen werden wir heute hier nicht abreisen. Ach toll, dann gehen wir doch einfach mal rauf. Da, der erste Stein. Daneben noch einer. Hier ebenso. Noch ein Stein. Also echt toll, direkt am Weg. Ne? Da ist der Weg, die Straße. Und dann gleich linke Hand der Friedhof. Die alten Gräber hier dicht bei dicht. Schön, hier gibt es was zu tun. Ein Stein. Da der nächste. Für die, die später zugeschaltet haben, Kattenhorst, ehemaliger Friedhof der Gemeinde Kattenhorst, Landkreis Landsberg an der Warthe in der Neumark. So, hier scheint der Platz auch schon wieder zu enden. Nämlich nichts mehr zu sehen.
Also gehen wir wieder zurück. Ein kleines Areal. Was wir jetzt noch mal kurz hochlaufen. Lesbare Steine, da ein Otto Paul Schüler. Noch ein lesbarer Stein, schon schön vermoost, aber den kriegen wir sauber. Ach toll, ich freue mich so. Wenn man schon nach den ersten paar Metern das findet, wonach man sucht. Hier so im Dickicht überall Steine, Steine, Steine. Ein Stein hier neben dem anderen. Großartig. Da geht's weiter. Da gleich zwei umgestoßene Steine nebeneinander. Ich korrigiere drei. Auch da hinten, meine Güte, ist das ein ergiebiger Platz. Hier hat jemand offenbar diese Scherben versucht zusammenzusetzen. Gucken wir uns auch an. Großartig. Absolut großartig. Dann ist da drüben auch schon wieder Schluss. Dann arbeiten wir uns einfach von vorn nach hinten durch und halten das, was wir freilegen und abputzen und dokumentieren, natürlich auch fest. Sowohl per Video als auch mit Fotos. Da, die schöne Eiche. Wächst schön in die Breite. Jo. Dann mal nicht lange warten. Putzzeug holen. Und los geht's. Ja, dann fangen wir mal an. Nehmen den ersten Stein, den wir irgendwo am Rand finden. Und arbeiten uns dann schlängelmäßig vor. Oh, ich ahne hier echt Gutes. Ich hoffe, dass man das durch die Kamera so ein bisschen erkennt. Also wir haben hier den Sockel. Darüber nochmal so ein Block. Kann man auch Sockel nennen. Und dann davor einen Stein. Und der wird hier mit Laub bedeckt sein. Da gehe ich ganz stark von aus. Und sollte das so sein, haben wir natürlich auch gleich die lesbaren Daten hier vorne. Also Laub drauf, natürlich in 70, 80 Jahren. Ja, da ist der Stein. Seht mal hier, hat man schon. 1877 ist zu lesen. Und ich bin sehr gespannt, was wir dort noch entdecken. Sehr schön. Stein Nummer 1, hier in Kattenhorst, Landsberg an der Warte in der Neumark.
Der Stein wurde abgeputzt und das, was freigelegt wurde, wird nun dokumentiert. Hier ruht in Gott die Frau des Ausgedingers und Gerichtsmanns Ludwig Hese. Henriette, abgekürzt H-E-N-R, geborene Pfeiffer, P-F-E-I-F-F-E-R, die ist geboren den 12. März 1817 und gestorben den ebenfalls 12. Juli 1877 hier in Kattenhorst, Landkreis Landsberg an der Warthe in der Neumark. Ein Sockel, davor ein Sockel, davor Laub und Farne. Ah ja, das ist ein Stein. Bestens. Hoffen wir mal, dass der richtig liegt. Haben wir den nächsten. Der geht bis dort hoch. Wunderbar. Hier versteckt in Kattenhorst. Dich putzen wir frei. Da werde ich meine Kamera nochmal umstellen müssen. Weil ich dachte, der Stein geht in diese Richtung. Aber er liegt so lang. Und das ist auch nicht die Datenseite. Das ist die Seite mit dem Text, mit einem Abschiedsspruch, einer Widmung. Wie auch immer man das nennen möchte. Müssen wir mal sehen, ob wir den umgedreht bekommen. So, ich bin ein kleines bisschen außer Atem. Ich habe den Stein einmal umgedreht. Der hatte ganz schön Gewicht. Zudem war der auch noch gut verwachsen, links und rechts da mit den Wurzeln. Da hat er gelegen. Ja, und warum dokumentiere ich das? Gab auch schon genug Spackos, insbesondere bei Instagram, die mir Grabschänderei vorgeworfen haben oder sonst wie. Denen kann ich nur sagen, schaut einfach, was ich mache. Ich schände keine Gräber, die liegen hier allesamt umgestoßen rum. Ich buddle hier nicht. Dokumentiere nur Steine. Und wenn ich einen Stein mal umdrehe, der ohnehin nicht mehr an seinem ursprünglichen Platz ist, dann bin ich ganz weit weg von Grabschinderei. So, der wird jetzt da geputzt. Hier ruht in Gott der Ausgedinger Johann mit Doppel-N Georg Elsner, geboren 23. April 1797 und gestorben 10. Juni 1865, alt 68 Jahre, 1 Monat, 17 Tage, gewidmet von seiner Gattin und Kindern hier in Kattenhorst, ehemaliger Landkreis Landsberg an der Warthe in der Neumark. Ja, hier wurde ein Stein abgelegt auf einen Sockel, der stand wohl offenbar mal woanders. Und ja, lesbar. Hier ruht meine liebe Tochter. Mache ich mal ganz kurz
ein bisschen sauber. Schön. Haben wir den nächsten. Hier ruht unsere liebe Tochter Augusta Maria Ida Kirchner. Geboren 15. September 1876, gestorben 8. Mai 1878 und abschließend ewig unvergesslich. Hier in Kattenhorst, ehemaliger Landkreis Landsberg an der Warthe in der Neumark. Hier ein umgestoßener Stein. Davor das Grab. Da wächst ein Baum inzwischen schon durch. Da ist ein Sockel abgelegt. Und der Stein liegt sogar richtig. Ist der Grabstein einer Henriette Charlotte Kiesling, geborene Pfeifer. Da muss ich nicht mal putzen. Wir machen da einfach bloß ein bisschen die Nadeln und die Kienäppel runter und dann können wir schon dokumentieren. Toll. Der nächste Stein. Ich musste die Kamera jetzt mal auf den Kopf stellen, weil ich von der anderen Seite nicht rankomme, aber das kann ich ja mit dem Videoprogramm dann drehen, das Ganze. Ist kein Problem. Ach, herrlich. Auch da drunter sieht alles gut aus. Nee, brauche ich kein Putzzeug. Die Bürste reicht vollkommen hin. Das geht fix. Hier ist so die Umrandung. Da drin dann der Text und die Daten. Ich lese mal vor, was ich hier habe. Hier ruht in Gott die Ausgedingerin Henriette Charlotte Kiesling, geborene Pfeifer mit 3F. Geboren den 22. Juli 1823, gestorben den 9. März 1878. 1878, da wäre sie 75 geworden. Ja, also hier in Kattenhorst, Henriette Charlotte Kiesling, geborene Pfeifer. Gehen wir noch mal ein bisschen dichter. Hier ruht in Gott die Ausgedingerin Henriette, abgekürzt Charlotte Kiesling, geborene Pfeifer. Geboren den 22. Juli 1823 und gestorben den 9. März 1878. Hier in Kattenhorst, Landkreis Landsberg an der Warthe in der Neumark. Oh, jetzt wird es hier ein bisschen dichter. Mit dem Pflanzenzeug. Hier ist ein riesen Grabstein, der ist noch komplett auch auf den beiden Sockeln umgekippt. Mit seinen vier Teilen vollständig. Also vorne die Haube, dieser Betonhaube mit Verzierungen, dann der Stein. Auf der einen Seite Widmungstext, auf der anderen Seite die Lebensdaten. Ja, und unten eben die beiden Sockel, aber der liegt leider verkehrt rum. Und den kriege ich unmöglich gedreht. Das ist hier der wiegt ein bisschen was. Und ich bin heute hier leider an Kattenhorst allein. Schade. Schade. Das ist der Abschiedstext
und die Lebensdaten stehen auf der Rückseite, kriege ich nicht gedreht, das Ding. Ja, hier offenbar unser nächstes Objekt der Begierde, was wir gleich abputzen, hier vorne das Grab, Sockel und davor der Stein, der mal hier drauf gestanden hat. Und wenn das die richtige Seite ist, weil umgedreht kriege ich den nicht, dann können wir uns auch um den kümmern. Aber ja, Daten sind drauf, herrlich, den machen wir sauber. Der nächste Stein hier in Kattenhorst. Ja, so gut es geht. Das Moos entfernt dort aus den Rillen. Ich glaube, ich komme dann so erstmal hin hier mit dem Geputzer. Handelt sich um einen Herrn, ein Martin Julius Schmidt, geboren den 26. Oktober 1832 und gestorben 10. September 1896. Gastwirt und Eigentümer war der Mann von Beruf. Sehr schön. Dann gehe ich mal von näher ran. Abgeputzt das Ganze. In die Fugen der Schrift ist so Moos hineingewachsen. Das haben wir aber abgekriegt. Hier ruht in Gott der Gastwirt und Eigentümer Martin Julius Schmidt, geboren den 26. Oktober 1839, gestorben den 10. September 1896. Abschließend noch ein Text. Geliebt, beweint, doch nie vergessen. Hier in Kattenhorst, ehemaliger Landkreis Landsberg an der Warthe in der Neumark. Und weiter geht's. Ein kleiner Stein. Schön. Da ist auch nicht so viel zu machen, aber abgeputzt werden muss ja dennoch. Na dann ran ans Werk.
Hier ruht in Gott unser lieber Sohn Otto Paul Schüler, geboren den 24. Mai 1885 und gestorben den 23. August 1885. Ruhe sanft. Und noch einmal von dicht. Hier ruht in Gott unser lieber Sohn Otto Paul Schüler, geboren den 24. Mai 1885. Moment, hier ist geboren den, also müsste auch gestorben, Punkt, den stehen. Dann ist es nicht der 25., sondern der 5. Ja, das ist wichtig. Also an den Sterbetag, da gehe ich jetzt gleich nochmal ran. Ja, das ist jetzt nicht so häufig. Wir haben oben den geboren den, also geb.d. Und dann hat man das in der Regel dann auch bei gestorben. Gestorben.den. Das ist hier aber nicht der Fall. Unten steht lediglich gestorben, so dass das Sterbedatum 25. August 1885 von uns hier so als gegeben mitgenommen wird. Otto Paul Schüler, hier in Kattenhorst, Landkreis Landsberg an der Warthe in der Neumark. Ja, wunderbar. Haben wir den nächsten Stein. Siebenundfünfzig, 1885, Otto Eckert E, das C schon leicht weggebrochen, K E R T, Otto Eckert, 14. März 1857 gestorben, 4. September 1885. Sehr schön. Ein bisschen von Moos befreit und abgeputzt. Hier ruhet in Gott mein lieber Gatte, unser guter Sohn
und Bruder. Otto Eckert. Geboren 14. März 1857. Gestorben 4. September 1885. Gottes Wille ist geschehen. Unser Trost ist Wiedersehen. Otto Eckert aus Kattenhorst, Landsberg an der Warthe in der Neumark. Ach, da haben wir noch einen. Da müssen wir nicht mal was putzen. Der Stein ist noch gut in Schuss. Und sogar die Schriftfarbe ist noch erkennbar. Ich gehe mal ein bisschen dichter. Hier ruht in Gott unser liebes Söhnchen Otto Paul Klasse. Geboren 19. August 1900 und gestorben 25. September 1901. Geliebt, beweint und nie vergessen. Otto Klasse, Otto Paul Klasse hier aus Kattenhorst, Landsberg an der Warthe in der Neumark. So, das ist dann die hintere Grenze vom Friedhof. Hier geht es dann über so in den normalen Wald. Also kein besonders großes Areal. Das sah aber auf der Karte auch nicht so groß aus. So, hier beginnt er dann. Ja, was ist denn der? Das ist denn 100 Meter breit sein. Keine große Fläche. Dennoch bis jetzt schon sehr ergiebig. Mal sehen, was wir noch so finden. Hier ist es ein Sockel. Da ist ein Grab und da liegt ein Stein drin. Mal sehen, ob wir da rankommen. So, ist kein Grabstein, ist ein Sockel, den man da reingepackt hat. Von Weitem sah es so aus wie ein Stein, der halt in die Richtung gekippt wurde, ist es aber nicht. So eine Scherbe gefunden. Lag hier in der Erde. Die lege ich mal beiseite für den Fall, dass wir noch mehr finden und hier ein bisschen puzzeln wollen. Den Grabstein. Der hat allerdings keine Einmeißelung gehabt, sondern da war dann eben so eine Keramikplatte drin. Die nächste Scherbe. Das ist immer das, was ich so als Keramikplatte bezeichne, ne? Die sind dann hier so in dem Stein, sind die dann so eingelassen, sind die so drin. Und ja, wenn die dann eben rausbrechen, hat man dann nur noch den Stein. Sockel. Ein Sockel. Noch einer. Noch einer. Und hier ist auch ein Sockel. Ein Grab. Na, da geht es noch ein paar Meter weiter. Hier könnte man durchaus mal schauen. Können wir mal gucken. Auf
auch wenn der Stein so schon fertig aussieht, manchmal hat man ja Glück, vielleicht hat man ja einen Namen mit. Hier ist aus einem Grab ein Baum in die Höhe gewachsen. Hier haben wir noch einen Stein. Ach, der liegt sogar richtig, wunderbar. Ja, den machen wir. Hier ruht in Gott unser lieber Vater, der Ausgedinger Karl Ludwig Paul, geboren den 4. Oktober 1818, gestorben den 28. Oktober 1900, mit Abschlusstext über mehrere Zeilen. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen trocknen. Ja, 4. Oktober. So, das ist jetzt der Stein abgeputzt, auch ein bisschen abgetrocknet, das Ganze. Und wir haben hier ruht in Gott unser lieber Vater, der Ausgedinger Karl Ludwig Paul, geboren den 4. Oktober 1818, und gestorben den 28. Oktober 1900, also 82 Jahre alt geworden. Darunter noch ein abschließender Text über 4 Zeilen, den wir im Nachgang übersetzen. Schön. Also, Karl Ludwig Paul, der Ausgedinger, hier in Kattenhorst, Landsberg an der Warte, in der Neumark. Ah, da steht einer sogar noch an seinem ursprünglichen Platz. Hier wird mal das Grab gewesen sein. Hier wächst ein bisschen was durch. Und den brauche ich auch gar nicht abputzen, glaube ich. Was haben wir denn? Hier ruht in Gott der Eigentümer Friedrich Rau. Der ist geboren, er sieht von hier aus wie eine 14, dafür aber keine Gewehr, weil das weggebrochen ist. Der Monat ist Juli 1837, gestorben den 26. Ja, November oder Dezember. Also Ende des Jahres auf jeden Fall, 1861, mit abschließendem Text. Friedrich Rau, hier in Kattenhorst, Landsberg an der Warte, in der Neumark. So, noch einen Stein gefunden hier. Den machen wir auch sauber jetzt hier. Wunderbar, wie ergiebig dieser Friedhof hier ist. Unglaublich.
so ein kleines Stück, so ein kleines Areal und so viele erhaltene Grabsteine. Johann Gottlieb Schmidt ist das Grab von Johann Gottlieb Schmidt. So, noch ein bisschen Wasser rüber. Gehen wir mit dem Lappen noch mal ab, das Ganze, und dann haben wir es. Schön. Abgeputzt wurde der Stein eines Johann Gottlieb Schmidt. Ich gehe das mal durch. Hier ruhet in Gott unser lieber Vater und Großvater, der Ausgedinger, Johann Gottlieb Schmidt. Geboren 7. März 1822, gestorben 7. Juni 1912. Wer hier glaubensvoll geschieden, ruht ewig nun in Frieden. Johann Gottlieb Schmidt hier in Kattenhorst, Landsberg an der Warthe in der Neumark. Ja, das könnte ein Stein sein hier unter dem ganzen Nadelzeugs mit den Kienäppeln. Ich baue mein Zeug mal auf, ich guck mal, wenn nicht, breche ich ihn wieder ab, wenn es keine lesbare Platte ist. Schauen wir uns dieses Ding hier mal an. Unten der Sockel und darüber müsste der Stein sein. Ja. Ach, bestens. So, dann gehen wir noch mal ein bisschen dichter mit der Kamera. Dieser Stein lag hier unter Nadeln und Kienäppeln, altem Laub,
und ist daher noch recht gut erhalten. Ich werde den auch wieder zudecken dann mit dem Zeug, damit die Witterung den nicht kaputt macht. So, was haben wir? Ich habe es ja eben schon vorgelesen. Für mich, für uns, fürs Protokoll, und ich mache das jetzt nochmal hier für euch. Hier ruht in Gott der Ausgedinger, der Rentner also, Heinrich Henschke, geboren 22. März 1823, gestorben 4. Mai 1900. 4. Mai 1900. Unvergesslich bleibst du in den Herzen deiner Kinder. Ruhe sanft. Heinrich Henschke hier in Kartenhorst, Landsberg an der Warte in der Neumark. Jetzt sind wir auch schon am Rand. Hier wird es noch mal ein bisschen lichter. Hier ist ein Stein. Den hat man so auf die Seite gedreht. Der sieht vorn schon ganz schön ramponiert aus, aber vielleicht... Ah, ich möchte den ungern kippen. Ist auch nur ein Spruch, das sehe ich schon. Wird oben drauf ein Kreuz gewesen sein. Nee, brauche ich den noch nicht verrücken hier. Aber hier liegt noch einer. Ich hoffe, der liegt richtig rum. Ja, der liegt richtig rum. Da haben wir den nächsten. Hermann Hahn. Ja, kein Zweifel. Das Geburtsdatum oder ja, oh, das ist wirklich gut weggeknackt hier alles. Nee, das kriege ich leider nicht mehr. Der Stein ist ganz schön ramponiert. Und da bringt es jetzt auch nichts weiter zu putzen, aber wir haben den Namen. Hermann Hahn. Hier ruht in Gott der Eigentümer. Hermann Hahn. Und der Rest ist leider nicht mehr lesbar.
Der Stein ist hier zu kaputt. Aber besser einen vollständigen Namen, dazu noch den Stand, als gar nichts. Also, Hermann Hahn hier in Kattenhorst, Landsberg an der Warte in der Neumark. Hier sind die Steine gleich nebeneinander alle. Wahnsinn. Hey, ich muss auch mal Feierabend machen. Da ist einer. Eins. Zwei. Und drei. Da liegt auch noch einer. Dann war ja nie fertig hier. Doof, was kommen wir noch mal her? Toll, toll, toll. Nächsten Stein. Den gucken wir uns an. Hier ruhen in Gott Frau Wilhelmine E. Jennecke, geborene Paul, geboren 16. November 1855, gestorben 1. April 1893 und deren Tochter Anna Wilhelmine, geboren 1. April 1895, dann ist die Mutter und das Kind wohl bei der Geburt gestorben. Weil Todestag ist sowohl bei der Mutter identisch mit dem Geburtstag der Tochter. So etwas hatte ich bislang noch nicht, obwohl das ja kein ungewöhnlicher Vorgang ist. Anna Wilhelmine Paul, geboren 1. April 1895, gestorben 7. Juni 93. Geliebt, beweint, doch unvergessen. Ja, nochmal abputzen und dann von Dichter das Ganze dokumentieren. Also hier ist die Mutter offenbar ja bei der Geburt gestorben. Hier ruhen in Gott Frau Wilhelmine E. Jennecke, geborene Paul, geboren 16. November 1855, gestorben den 1. April 1893 und deren Tochter Anna Wilhelmine Jennecke in dem Fall, geboren am 1. April 1893 und gestorben den 7. Juni 1893, also nur ein paar Wochen gelebt. Und abschließend der Text: geliebt, beweint, doch nie vergessen. Hier in Kattenhorst,
Landsberg an der Warte in der Neumark. Hier ruht in Gott mein lieber Mann und Vater und unser guter Vater, der Eigentümer Franz Jentsch, geboren 25. September 1895, gestorben 20. März 1904. Ruhe sanft, du treuer Gatte und sorgender, ja, und sorgender guter Rotenschick Bruder. Nee, so, und deine Kinder steht unten. Das gehen wir nochmal ab jetzt, dicht für dicht. Hier ruhet in Gott mein lieber Mann und unser guter Vater, der Eigentümer Franz Jentsch, geboren den 23. September 1845 und gestorben 20. März 1904 mit abschließendem Text. Hier habe ich jetzt noch einen Stein entdeckt, der eigentlich noch ganz gut aussieht. Und da werde ich jetzt mein Stativ nicht aufbauen, den putze ich nur ganz kurz ab und gehe dann mit der Kamera drüber. So, muss ich ein bisschen Schatten machen. Hier ruht in Gott mein lieber Sohn und unser guter Bruder Wilhelm Jentsch, geboren 30. März 1868 und gestorben den 24. Januar 1888 mit abschließendem Text. Hier in Kattenhorst, Landsberg an der Warte in der Neumark. Zu halten der Stein. Hier ruht in Gott meiner liebe Mutter Charlotte Borchert, geborene 29. Oktober 1804 und gestorben 11. Januar 1888.
abgeputzt, der Stein. Einer Dame hier aus dem Landkreis Landsberg an der Warthe, dem ehemaligen Landkreis. Hier ruht in Gott meine liebe Mutter Charlotte Borchert, geborene Rose, die ist geboren am 29. Oktober 1804 und gestorben den 11. Januar 1888 mit abschließendem Text. Charlotte Borchert, geborene Rose, hier in Kattenhorst. Ja, da war ich ja schon. Ja, putzen wir ab, dann ist der Stein. Hier ruht in Gott die Ausgedingerin Wilhelmine Caro Klasse, geborene K-O-N Konrad, geborene Konrad, geboren 15. Februar 1816 und gestorben 20. Januar 1893. Vom Auge fern, dem Herrn ewig nah. Abgeputzt den kleinen Stein hier, der so ein bisschen versteckt lag. Das Grab einer Dame, einer Ausgedingerin. Hier ruht in Gott die Ausgedingerin Wilhelmine Caro Klasse, geborene Konrad. Geboren den 15. Februar 1816 und gestorben den 26. Januar 1893 oder 95. Das recherchiere ich später anhand des Bildmaterials mit abschließendem Text über zwei Zeilen. Wilhelmine Caro Klasse, geborene Konrad, hier in Kattenhorst, Landsberg an der Warthe in der Neumark. Ja, hier ist noch ein Stein, weiß ich nicht, ob der richtig liegt. Ja, doch, der liegt richtig. Ja, noch ein.
So, von näher. Die Daten waren nicht mehr ganz so lesbar zu machen. Den Namen haben wir aber und sowohl Geburtsjahr als auch Sterbejahr. Ich fange mal an. Hier ruht in Gott meine liebe Frau und unsere gute Mutter Ernstine, abgekürzt dort Wilhelmine, Paul, geborene Schleuse, no. Ja, Schleuse, no. Geboren, 11. Da habe ich gar keinen Zweifel. 11. Punkt. Dann ist der Monat eigentlich zu lesen, hier jedoch weggebrochen nach der 11. Aber das Jahr ist zu erkennen, 1829. Gestorben, den 28. Auch hier der Monat leider weg. 1894. Mit abschließendem Text. Also Ernestine Wilhelmine Paul, geborene Schleusenow, hier in Kattenhorst, ehemaliger Landkreis Landsberg an der Warthe in der Neumark. So, ich bin durch hier auf dem Friedhof in Kattenhorst, Landkreis, ehemaliger Landkreis Landsberg an der Warthe, heute Gorschow in der Neumark. Und ich muss sagen, ich hätte im Leben nicht diese Ergiebigkeit erwartet. Das ist ein kleines Areal und ich habe zahlreiche Steine gefunden, dokumentiert und möchte noch nicht einmal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich tatsächlich jeden Stein hier gefunden habe. Ich werde meine Ergebnisse selbstverständlich veröffentlichen. Ich freue mich über Anregungen, über eure Korrekturen, Kritik und natürlich über eure Ergänzungen und insbesondere über euer Feedback, wenn ihr irgendwo anknüpfen könnt. So, jetzt zurück ins Hotel. Videos und Fotos allesamt sichern. Und dann schauen wir mal, was wir heute hier so gesammelt haben. Also ich bin echt guter Dinge. Viele, viele Steine haben wir gefunden. Viele Steine. So, alles das, was dort liegt und so schön glänzt, habe ich heute geputzt. Ja, ganz alleine. Nee, doch, heute klopfe ich mir selbst auf die Schultern. Heute war ich fleißig. Den ganzen Friedhof einmal abgelaufen. Und selbst die Steine mitgenommen, auf die ich sonst so eigentlich gar keine Lust habe, wenn die zu ramponiert waren oder dann doch zu mistig, zu dreckig. Aber wie gesagt, bin mir sicher, hier schlummert noch der ein oder andere Stein, den ich heute übersehen habe. Das war's vom Kattenhorster Friedhof.